Und damit herzlich willkommen zu den ersten Berlin Beach Volley News im Jahre 2013. Die Aufnahmen, die wir hier sehen und die folgenden Interviews, die gleich kommen werden, sind schon knapp 2 Wochen alt. Es gab leider ein paar technische Probleme, aber wir konnten alle Materialien retten, sodass wir gleich ein großartiges Interview mit Keimer Tüzik zur Lage der Nation hören werden und auch in unserer neuen Rubrik Friends of the Week das Team Koreng Valkenhorst, die sich einmal für das Jahr 2013 auch persönlich positionieren und offiziell darüber reden wollen. Das alles und viel mehr jetzt aber erstmal mit Kai, einem kurzen Rückblick auf die schöne Maledivenreise, die vor knapp 3 Wochen stattfand. Ja, also in den Malediven, das war ja bis dato geheim, weil Jon und ich uns auch die nötige Ruhe geben wollten nach 4 Jahren Partnerschaft, nachdem wir halt die letzten Jahre auch sehr viel Zeit zusammen verbracht haben, festgestellt haben, dass uns auch das gemeinsame Leben auf dem Hotelzimmer Spaß macht, haben wir gedacht, den wollen wir jetzt noch Ausdruck verleihen, haben Flitterwochen auf den Malediven verbracht und in unseren Flitterwochen halt Candlelight-Dinner und zusammen schnorcheln und gemeinsame Massage, so Doppelbehandlungen und eben alles, was so dazugehört. Wir haben ja auch ein paar Fotos eingestellt von unserem schönen Pool, von unseren Außenduschen und ja, wir haben uns da das richtig gut gehen lassen und starten jetzt wieder frisch verliebt, sozusagen wie am ersten Tag, in die neue Saison. Okay, ihr seid letztes Jahr Deutscher Meister geworden, habt die Olympischen Spiele mitgemacht, habt viele Erfolge feiern können, habt euch jetzt verstärkt mit einem neuen Trainer. Was sind die Ziele für 2013? Die Weltmeisterschaft steht an. Erzähl mal da vielleicht ein paar Sachen zu. Ja, also wie immer setzt man sich ja hohe Ziele, denn wäre ja Quatsch, wenn man so viel investiert, so viel Zeit, so viel Mühe, so viel Schweiß auch im Training, da irgendwie Understatement zu bewahren. Deswegen ganz klar, bei den Weltmeisterschaften braucht man eine Medaille. Dafür machen wir das. Und deutsche Meisterschaften auch wieder Titel verteidigen, war eine schöne Sache im letzten Jahr. Wir gehen ja auch als Nummer 1 dieses Jahr ins Rennen. Jonas hat leider seine Karriere beenden müssen. Und nun sind ein paar Teams dort mit vertreten, mit denen wir uns erstmal auseinandersetzen müssen in Deutschland. Und international, wie gesagt, hat sich auch einiges verändert. Aber wir sind eigentlich frohen Mutes, weil wir noch das Gefühl haben, eigentlich jetzt im Winter auch was draufgepackt zu haben und eben mit dem angesprochenen Danny Wood. Auch Spanien haben wir eben auch noch einen Vollzeittrainer, der uns tatkräftig unterstützt. Und wie sind jetzt die nächsten Steps? Folgen noch Trainingslager? Wann fängt das erste Turnier? Oder wann startet das erste Turnier bei euch? Ja, wir werden höchstwahrscheinlich in der Türkei spielen Anfang April. Das ist ein Satellite, einfach als kleinen Test. Dann geht es Ende April in China los. Dort sind wir 2,5 Wochen. Und ja, Trainingslager nochmal nach Teneriffa, einfach weil in Deutschland zu kalt ist. Heute ist er wieder auf 0 Grad gefallen, nachdem wir gestern schon 10 hatten. Und ja, also wir freuen uns und haben ja noch ein paar Wochen Zeit. Aber eigentlich könnte der Wettkampf auch jetzt schon starten. Diese Woche zu Gast Erik Koreng und Alexander Valkenhorst. Letztes Jahr als Interimsduo ein Turnier gespielt und gleich deutscher Vizemeister geworden. Dementsprechend sind die Erwartungen natürlich für 2013 groß. Was persönlich erwartet ihr für die Saison 2013? So an. Ja, dann fange ich mal an. Ja, also ich denke, wir haben bisher eine sehr gute Vorbereitung gefahren. Wir haben uns ein optimales Umfeld in Kiel aufgebaut, haben optimale Trainingsbedingungen. Dementsprechend sind wir richtig gut davor, haben das Beste bisher gegeben, werden weiterhin das Beste geben zum Saisonstart. Und natürlich soll das Ziel für uns sein, uns im Hauptfeld der World Tour zu etablieren. Und mal schauen, was die Regularien ja nur dann hergeben. Da gab es ja jetzt bisher ein Hin und Her. Jetzt trifft sich aktuell ja die FLW mit den Spielervertretern und wir schauen mal, was dabei rumkommt. Uns sollte es halt nicht tendieren, aber wir versuchen sportlich das Beste zu geben und wie gesagt uns im Hauptfeld zu etablieren. Wir haben ja diverse Höhepunkte dieses Jahr mit der Weltmeisterschaft in Polen. Die Europameisterschaft ist wieder dabei und Timdorf natürlich, da wollen wir natürlich unsere fieste Meisterschaft mindestens verteidigen. Ne? Schauen wir mal, insofern stehen viele Sachen an und wir sind gut vorbereitet. Okay, ihr seid jetzt diese Woche in Berlin. Wie ist eure weitere Entwicklung, wollte ich gerade schon sagen? Wie ist euer weiterer Weg? Gibt es noch jetzt weitere Trainingslager? Wann ist euer erstes Turnier? Wo spielt ihr als erstes auf? Also wir haben uns auch diese Woche jetzt mit Juni und Kai sogar kurz geschlossen, dass wir das CV-Turnier, das ist glaube ich am 1. Aprilwochenende, auf jeden Fall mitnehmen wollen als ersten Gradmesser.
und das auch mit dem Trainingslager verbinden werden, also ein paar Tage vor Anreise und ein paar Tage später abreisen. Das heißt, da wird nochmal in der Türkei ein Trainingslager stattfinden, in Alanya. Und Anfang April, ja, das ist Anfang April dann, und dann Ende April geht es dann auch schon los mit der FABB in China, Fuzhou, glaube ich. Ja, also so viel Zeit ist dann jetzt auch nicht mehr, ne? Okay, letzte und wahrscheinlich die wichtigste Frage für alle, die da draußen selber Beachvolleyball spielen. Du bist ja ein paar Zentimeter kleiner als Alex. Jetzt die Frage, gehst du in die Verteidigung oder bleibst du im Block? Nee, also wir haben ganz klar die Rollen verteilt, dass Alex am vorne am Netz da aufräumt und ich hinten versuche, mich irgendwie durch die Weltgeschichte zu kugeln. Das klappt mal besser, mal schlechter. Also es ist auf jeden Fall so, dass ich schon das ein oder andere Mal richtig paniert bin, aber... Also es macht bisher richtig gut Spaß, funktioniert auch richtig gut. Wie gesagt, mal besser, mal schlechter, aber machen wir uns nichts vor. Mit einem Wendekreis. Mit einem Wendekreis und einem Panzer dahinter. Ich wollte gerade sagen, also andersrum ist es, glaube ich, schlecht. Also das Schöne an unserem Team ist, der bessere Blockspieler ist der Verteidiger. So. Ja. Also die Quote, wenn wir es andersrum machen, ich springe nicht im Block, ist schon nicht so schlecht. Ist nicht so schlecht. Aber gut, wir probieren ich als Abwehrspieler, Alex als Block. Okay, super. Dann vielen Dank und euch viel Erfolg für die Saison 2013. Danke. Ciao.